Promi-Geflüster heute in Reutlingen und mein heutiger Gast Robin Leon, man kennt ihn ja noch von Immer wieder sonntags, der Sommerhitkönig von 2016. Er ist heute in Reutlingen zu Gast, hier im schönen Hotel in der Kaiserpassage, denn er war letztes Jahr, kann man sagen, 2019, mit der Klingenbergweihnacht auf Tour und hat Station gemacht hier in Reutlingen. Ja genau, wir haben ein sehr schöne Tour gehabt, ein sehr schönes Konzert, eine perfekte Kombination mit Anita und Alexandra Hoffmann und die Fellberger. Und ja, eine sehr, sehr schöne Tour, Klingende Bergweihnacht, veranstaltet von 8 Media. Ja, ist wirklich ein sehr, sehr schönes Konzert und es lohnt sich. Und ja, es gibt jedes Jahr das Programm mit verschiedenen Künstlern immer wieder, aber eine sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltung. Sehr schön, das klingt doch gut. War anstrengend oder viele Termine gehabt? Ja, Tournee ist immer, ich sage immer, ein bisschen anstrengend schon, weil du bist jeden Tag lange unterwegs und Konzert, aber macht sehr viel Spaß und ist eine ganz große Freude und Ehre, dass man immer wieder auf Tour sind und ja, also war sehr, sehr schön und ja, wie gesagt, Tournee ist ja immer sehr schön mit den Kollegen und so und ein bisschen anstrengend schon auch, aber ja, aber wenn es so viel Spaß macht, dann drückt man Augen zu für den anstrengend. Und darüber hinaus geht's gleich bei dir wieder auf die nächste Tournee. Eine fertig, die nächste kommt schon, oder? Wie ist es denn? Ja, ich bin sehr froh jetzt auch, die immer wieder bei der immer wieder Sonntags-Tournee dabei sein zu dürfen. 2020 unterwegs. Präsentiert natürlich von unserer lieber Stefan Moos, Anna-Karina Wojcik ist dabei, Bernhard Brink und die Abschiedstournee von die Zillertaler Haderlumpen. Und ja, das wird auch gleich weitergehen und in ganz viele andere Städte wieder. Natürlich wollen jetzt die Fans auch wissen, was gibt's musikalisch Neues von dir? Hast du auch was in Planung, neue CD oder neue Titel generell? Musikalisch, ja, wir sind jetzt ganz viel im Studio. Das heißt viel im Studio. Entschuldigung, so viel im Studio heißt es einfach, ja, wir arbeiten auf ein neues Album jetzt, wann genau da rauskommt, hoffentlich bis Sommer. Aber musikalisch jetzt das Album, jetzt immer wieder Sonntagstournee, dann bin ich wieder auf Große Kreuzfahrt im Juni, mein 14. Robin-Leon-Fest am 5. Juni und ja, ich habe noch andere ganz viele Projekte, jetzt lasse ich einfach überraschen, aber wie gesagt, auf die ganze Facebook, Instagram, alles drum und dran bin ich ganz viel aktiv und da könnt ihr alles sowieso dort schauen und gucken, da steht glaube ich dann der Name, meine Adresse. Die blenden wir ein, genau. Die Homepage etc., Instagram, Facebook, also da reinschauen, genau. Na, erfährt man alles über dich. Aber es wird noch viel, viel Projekte kommen und ich freue mich sehr und ganz viele Konzerte noch, aber es freut mich riesig, dass es so weitergeht und dass die Leute mich so weiter unterstützen. Na. Toll, tolle Sache. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so ganz einfach geworden in der heutigen Zeit, das muss man natürlich immer klar sehen, aber ich denke mal, mit den Fans im Hintergrund kann eigentlich nichts schief gehen. Wo ist es mehr, hier in Deutschland oder auch bei dir im Elsass? Ja, ist ja verschieden, also ich sage, ja, Elsass, na klar, ich komme erst von dort, na, da kenne mich ganz viele, Gott sei Dank auch, aber Deutschland habe ich auch immer mehr Fans, Gott sei Dank auch, dass ich immer mehr ich unterwegs bin. Auch durch immer wieder sonntags habe ich viele Fans bekommen und jetzt immer mehr, wenn ich unterwegs bin und so Leute, wie mich noch nie live gesehen haben, die wir einfach sehen und einfach Lust daran haben und wie es gefällt, na, dann bin ich sehr happy davon, dass ich immer, dass diese Fansbase immer wächst und größer wird. Na. Jetzt haben wir ja gestern noch, also das heißt, wenn wir jetzt hier aufzeichnen, das war schon Anfang Dezember, da gab es ja noch, weil du gerade vorhin Stefan Moos ja mit der Tournee erwähnt hast und Anna-Karina Wojcik, wer es gesehen hat, eine Hochzeit da nächstes Jahr. Das wird bestimmt auch ein großes Fest. Das wird, glaube ich, ein großes Fest, ja. Aber da müssen wir uns überraschen, was er, also was die, aber ich wünsche Anna und Stefan ganz, ganz viel Glück, ganz viel Liebe und weiterhin, ja, ist ganz schön gemacht. Und ich habe sogar geweint von dieses Heiratsantrag und es war wirklich sehr emotional und ich sehe mit dem Hut ab für so eine perfekte, wirklich. Wie schaut es da grundsätzlich so bei dir aus, wenn wir ein bisschen plaudern dürfen? Gibt es da jemand an deiner Seite schon? Noch kein Heiratantrag, noch nicht, bis jetzt noch nicht. Aber Freundin ist schon so ab und zu mal. Ja, mein Trompete ist immer dabei. Okay.
Gut, gut geantwortet, gut geantwortet. Genau, Trompete spielst du ja auch noch, richtig. Was überwiegt mehr, Trompete oder der Gesang oder schöne Mischung? Ja, Gesang ist an der ersten Stelle, aber ich mache jetzt Trompete seit sehr viel lange jetzt, viele Jahre. Trompete spiele ich immer zwischendurch das Konzert, ne? immer zwischendurch ein paar Lieder. Sehr gut. Und dann im Mai geht es ja schon wieder los mit immer wieder sonntags im Europapark. Ich glaube, da sehen wir uns mit Sicherheit. Hoffentlich. Also bis jetzt, mein Programm ist jetzt noch nicht raus, glaube ich noch nicht, aber ja, aber hoffentlich bin ich und darf ich wieder dabei sein zu dürfen und da freue ich mich sehr, wenn es wieder klappt. Ne? Also so lange ist eigentlich gar nicht mehr hin, sind wir noch so knapp 5 Monate, ja, also 6, ja gut, es geht recht schnell eigentlich von uns, ne? Die Hälfte haben wir schon wieder fast überstanden. Ja, das stimmt. Die Zeit ist so schnell vorbei, sowieso wie ich war jetzt 16, Sommerried König, jetzt sind wir schon wieder 20 und das ist ja der Wahnsinn. Brutal, brutal, genau. Was gibt es für gute Vorsätze fürs 2020? Nimmst du dir was vor oder sagst du, ist eh alles vergessen, vorbei? Ich sage, ja, weiter arbeiten, weiter volle Kanne machen und einfach sich lassen überraschen, was das Leben noch uns reserviert. Und ja, ich sehe mir das alles positiv mäßig, ne? Aber ich, ja. Einfach weitermachen, schön brav sein noch und ja, einfach weiter dran arbeiten und kämpfen, dass dieses Weg weitergeht. Ne? Also nicht kämpfen, sondern, wie sagt man das, also keine Ahnung, wie man sagt auf Deutsch, einfach weiter arbeiten, dass es ja einfach so weitergeht. Genau. Sehr gut, sehr gut. Eine Sache müssen wir mal noch ganz kurz auch ansprechen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, unser Klimawandel und so weiter, das betrifft ja eigentlich die ganze Welt. Bei uns wird ja sehr viel gemacht. Wie ist es denn in Frankreich oder beziehungsweise wie siehst du es generell? Klimawandel, Erderwärmung etc. Ach so. Thema auch bei dir? Ja, ich sage immer so mehr schrockener, wie man sieht, wie die Welt jetzt so auch, ja, sich entwickelt. Aber ich sage, leider man könnte viele Dinge noch machen, dass es so langsam wie möglich geht. Ne? Aber leider, ja, also jetzt über dieses Thema kann ich jetzt nicht so plaudern, weil ich habe wirklich nicht so große Ahnung davon. Aber ich bin schon erschrocken, wie das alles so läuft ne, momentan. Ne? Ja, also wie gesagt, es gibt viele Sachen, wo man was machen kann. Die Politik alleine macht es auch nicht. Ich denke mal, wenn jeder bei sich selber ein bisschen zurückfährt, vielleicht oder überlegt, was zu tun für die Umwelt, glaube ich, da haben wir schon viel gewonnen. Kleinigkeiten. Ganz genau. Gut, dann würde ich sagen, dir ein erfolgreiches Jahr 2020, das alles so eintreten mag, wie du dir es wünschst. Ich bedanke mich, dass du kurz Zeit gefunden hast und im Laufe des Sommers im Laufe des Jahres, so muss man sagen, nicht nur Sommer. Wenn wir uns wieder begegnen, machen wir eine Fortsetzung. Sehr gerne. Danke dir für das nette Interview. Alles Gute und da bis ganz bald. Ne? Bis bald. Genau, macht's gut. Ciao, ciao.